40 Jahre Flash Gordon. Zum großen Jubiläum des Sci-Fi-Kultfilms, basierend auf den Comics vom Helden Flash Gordon, erscheint Mike Hodges' Adaption frisch restauriert in 4K als hochwertige Sammlereditionen sowie digital. Und der Collector's Edition ist auch der geniale Soundtrack von Queen beigelegt, der 1980 dank der Single Flash zum weltweiten Hit wurde. Auf dem Planeten Mongo plant Imperator Ming, gespielt von Max Sydow, die Zerstörung der Erde. Nur noch 10 Tage, bis er den Mond auf unseren Planeten krachen lässt. Wissenschaftler Dr. Hans Zarkov gelingt, zusammen mit Footballspieler und Superman Flash Gordon, gespielt von Sam Jones, sowie der Reiseleiterin Dale Arden, eine Raumschiff-Bruchlandung im Reich des Diktators. Mit Hilfe von Mings Tochter Aura, dazu dem rebellischen, in den Wäldern lebenden Prinzen Barin sowie den fliegenden Falkenmännern um Prinz Vultan, wagen sie den Aufstand gegen den Imperator. Dabei geraten Flash und seine Begleiter in einen Strudel fantastischer Ereignisse. Flash Gordon erscheint als Blu-ray in der Limited Collector's Edition im Digipack sowie als 4K Ultra HD in der Limited Steelbook Edition. Zur Fülle an Extras gehören unter anderem die neue Dokumentation Lost in Space, Nick Rogues Flash Gordon, sowie Audiokommentare von Regisseur Mike Hodges und Vultan-Darsteller Brian Blessed. Die Limited Collectors Edition beinhaltet zusätzlich neben dem Original Queen Soundtrack auch die Dokumentation in Spielfilmlänge Live After Flash, sowie 3 Booklets, Artcards, ein Poster und einen Flash-Patch zum Aufnähen. Ab 13. August 2020 im Handel und digital verfügbar. Und nun viel Spaß bei der Reise auf den Planeten Mongo mit euren freiwilligen Filmkontrolleuren Sassan Niaseri und Arne Wielander. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, den ihr weiterhin bitte gerne abonniert oder anfangt zu abonnieren auf iTunes, Spotify und Deezer oder oben hört auf den Artikelseiten von rollingstone.de. Bei jedem Artikel in der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über das neu aufgelegte, wie es genannt wird, auch Kult-Sci-Fi-Spektakel namens Flash Gordon, basierend auf den Comic-Strips der 30er Jahre, der 1980 ins Kino gekommen ist, eine Verfilmung von Mike Hodges mit Sam Jones als Flash Gordon. Und da ist so ein sehr aufwendiges Boxset nun erschienen mit allen möglichen Extras, Dokus und Making-ofs. Und wir haben ja vorher schon, Arne und ich, mal über die neu gedrehte Dokumentation Live After Flash Gordon gesprochen, in der Sam Jones, der Flash Gordon Darsteller, in den Mittelpunkt gestellt wird und wie rührend oder wie tragisch doch sich seine Karriere und sein Schicksal entwickelt hat. Ich bin zum ersten Mal auf Sam Jones wieder aufmerksam geworden vor ein paar Jahren, als der Film Ted 2 in die Kinos gekommen ist. Da geht es um den sprechenden Teddybären Ted, der betreut wird von Mark Wahlberg. Und dieses Duo kommt dann auf die Idee, Sam Jones, den echten Sam Jones, zu aktivieren, weil sie beide Flash Gordon-Fans sind. Jones dürfte jetzt um die Mitte bis Ende 60 sein. Und den graben die aus. Und in einer sehr parodistischen Darstellung wird dann Sam Jones nochmal zum Superhelden mit dem weißen T-Shirt und dem roten Blitz, Flash Gordon. Und er hat also sozusagen Frieden gefunden mit dieser Rolle, die ihm so ein bisschen Unglück gebracht hat. Also ist in der Doku wird sein Weg geschildert. Er fing ja an als Model, der allerdings auch viele Schicksalsschläge zu erleiden hatte, die ihn geprägt haben. Also sein Bruder wurde zum Beispiel erschossen von einem Polizisten, der mit der Familie befreundet gewesen ist. Dann hat er sich mit seiner Familie selbst entfreundet. Und es gibt irgendwie so einen Moment in der Dokumentation, wo klar wird, dass er auch mit den Dreharbeiten bei Flash Gordon überfordert gewesen ist. Er ist ja dann zu Nachdrehs, die der Produzent Dino De Laurentiis gefordert hat, nicht mehr erschienen. Und dann wird er an einer Stelle verglichen mit jemandem, über den wir auch schon mal in der älteren Folge gesprochen haben, nämlich mit dem James-Bond-Darsteller George Lazenby, der nur einmal vorgekommen ist oder einmal die Rolle gespielt hat des Geheimagenten, nämlich 69 in dem Geheimnis ihrer Majestät, und der sich so ähnlich wie Sam Jones verhalten habe, also einfach wie jemand, der seine Rolle grandios überschätzt. Ja, also
übrigens auch Model gewesen, George Lazenby, und Außenseiter im Filmgeschäft, vorher gar nicht als Schauspieler in Erscheinung getreten. Jones in Nebenrollen, wohl er erzählt auch in diesem Dokumentarfilm, übrigens sehr sehenswert, Flash is Back, erzählt ausführlich von all diesen Vorgängen, auch von Castings, die er besucht hat. Mittlerweile hat er zum Glauben gefunden, ist spirituell inspiriert, wohl auch befeuert von seiner Rolle in Flash Gordon, sieht sich mittlerweile so als einen Überlebenden, einen Erleuchteten, der mit Charisma und großer Überzeugungskraft Menschen hilft. Und ist wohlgemerkt kein Schauspieler mehr, ne? Arbeitet jetzt, glaube ich, als Security Man, ja, also als Sicherheitsmann, ja, irgendwie, genau, für Privatfirmen. Wobei er sagt, es war ein Glück, als er 50 Jahre alt geworden war und erkannt hatte, dass er das Geschäft verlassen muss, dass er als Schauspieler, das sagt er natürlich nicht explizit, gescheitert ist, dass er keine Rollen mehr bekommt. Ted war dann ja eine spätere Ausnahme und ein Zufall, Glücksfall. Aber er sagte, er hätte eine andere Aufgabe gefunden. Eigentlich meint er damit sozusagen die spirituelle Erleuchtung und die Orientierung am Menschen. Er will für Menschen da sein und erklärt das auch als sehr feierlich. Er war auch an diesem Dokumentarfilm beteiligt, andere Familienmitglieder. Das ist also eine sozusagen Familienangelegenheit. Die Familie kommt auch ausführlich zu Wort, die Kinder, wenn nicht Enkelkinder, glaube ich auch, die seine Entwicklung schildern. Und man sieht ihn vor allem bei Comic- und Science-Fiction-Conventions. Und bei Fitnessübungen. Ja, auch, genau. Er war immer sportiv. Im Übrigen ist Flash Gordon ja in dieser späten Verfilmung von 1980, nicht in den Serials der 30er Jahre, zwischen 36 und 1940, hat es mit Buster Crabby im Kino eine schwarz-weiß Fortsetzungsreihe gegeben. Der übrigens wie in den Comics ja original ein Polospieler gewesen, ja, schon kein Footballer. Das haben sie ein bisschen abgedatet, genau, jetzt. Genau. Deswegen gibt es auch diese Football-Fight-Szene im Film. Ja. Szene selbst. Das wollte ich sagen. Ja. Er ist ein Footballspieler und also entsprechend auch der athletischen Statur von Sam Jones. Und seine Partnerin, kann man sagen. Wie heißt sie? Arlen? Gespielt von, genau, Arlen, gespielt Arlen. Von Melody Anderson. Ja, Melody Anderson, die auch zu Wort kommt, die mittlerweile hat einen Bachelor in Psychologie, glaube ich, und mittlerweile ist sie, glaube ich, tätig als Psychotherapeutin für Kinder. Ja, und es sind ja auch die Einzigen, das sieht man in der Doku auch, die für Conventions oder für das Reunion-Treffen mit Regisseur Mike Hodges auch tatsächlich zur Verfügung gestanden sind, so wie halt Brian Blessed, der den Prinz Wultan gespielt hat. Und die eigentlichen Stars des Films, lustigerweise, wie Timothy Dalton, der später als James Bond Karriere machen würde für 2 Jahre, oder halt Max von Sydow, die sind dann halt nicht dabei. Also es ist schon irgendwie lustig, wie gerade die Hauptdarsteller diejenigen geblieben sind, die wissen, was sie dem Film halt verdanken. Ja. Und halt auch zu ihm stehen, was ja auch völlig berechtigt ist. Natürlich verlief Timothy Daltons Karriere dann anders, wenn auch unglücklich, einige Jahre später mit den beiden Bond-Filmen. Übrigens ja der Shakespeare-Schauspieler, der auch in Flash Gordon als Shakespeare-Schauspieler deklamiert. Der, ja, einzige mit Todernst in seiner Darstellung. Und man muss sagen, noch erstaunlicher, Max von Sydow, der Bergmann-Schauspieler, hochberühmt damals, später auch bei Woody Allen in Hannah und ihre Schwestern, hat sehr, sehr viele Rollen angenommen in den 70er Jahren, abseits der Bergmann-Filme. Ja, aber hands down, ich meine, er spielt wirklich gebührlich und mit Ernst diese Rolle. Er gibt wirklich alles. Ja. Das war echt, also gerade jetzt, weil es auch so traurig ist, dass er jetzt gestorben ist. Es hat aber nochmal gezeigt, egal welcher Film es war, egal ob das Sujet, nämlich Science Fiction, ihm liegt oder nicht, egal ob er wie Fu Manchu mit diesen Augenbrauen herumrennen muss, er spielt bierernst und extrem gut. Ich sage nur, bei der Hochzeitsszene am Ende wird er gefragt, willst du diese Frau, Melody Anderson, als Imperatorin der Stunde nehmen? Da sagt er, der Stunde, ja. Also er hat auch wirklich sehr, sehr lustige Szenen. Und noch ein kleiner Fun Fact, im Queen-Video zu Flash Gordon ist er nicht einmal zu sehen.
Ja, das haben die auch komisch gedreht. Also die zeigen Flash Gordon und die Vogelmänner bei ihnen nicht. Naja. Ja, und dabei war er natürlich der bei weitem berühmteste Schauspieler in diesem Spektakel. Man kann natürlich nicht ironisch spielen und das ist das, was so bizarr ist an dem Film und so wunderbar, dass der Film nicht ironisch gedreht wurde, die Schauspieler agieren nicht ironisch, sondern es wird alles mit großem Ernst vollführt. Es ist ein erstaunliches Set-Design, das sind bizarre Bauten von einem... auch von Fellini, also von Fellini-Filmen vorher schon bekannten Italiener Donati. Wie ist der Vorname? Danilo. Ich wollte sagen Donatello, aber da denke ich eher an die Ninja Turtles. Also alle italienischen Zuhörer, das war nicht abwertend gemeint. Ich komme nur mit diesen Namen immer so durcheinander. Ja, Danilo Donati. Das Worldbuilding, ja. du sprichst es genau an, das Worldbuilding. Das ist ein sehr inflationär benutzter Begriff, Worldbuilding. Aber genau das ist es, was hier funktioniert. Man kann nämlich Science-Fiction-Filme, Fantasy-Filme nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Viele machen das nach der Plausibilität der Geschichte. Ich finde es genauso wichtig, dass die Welt, in der sich die Figuren bewegen, also sprich das Worldbuilding, glaubhaft ausgestattet ist. Also sprich vom Raumschiff bis hin zur Teetasse oder halt dem Thron und so weiter. Und das funktioniert bei Flash Gordon. Das sieht sehr, sehr gut aus, der Film. Ja, also wirkt natürlich grotesk und mit dem heutigen Abstand. Aber es war 1980 übrigens auch das Jahr von Xanadu. Nicht viel anders. Also wahrscheinlich auch schon befremdlich. Und überkandidelt. Überkandidelt in den Farben, aber mit voller Absicht. Mike Hodges war Dokumentarfilmer, schon Anfang der 60er Jahre, hat einige Filme in den USA realisiert, ein sozialistisch überzeugter Regisseur, Künstler, der auch, das erzählte er in einem sehr ausführlichen Interview, retrospektiv, ich glaube aus dem Jahr 2002, er hat auch auf einem Kriegsschiff gearbeitet oder bei der Marine, bei der britischen Marine und bei Minen, auf einem Minenräumboot. Und auch da hat er kennengelernt, das, was er aus der britischen Gesellschaft schon kannte, oben natürlich die Offiziere und dann unten im Schiffsbauch die Mannschaft und diese Rangordnung und Hackordnung, die hat er als 22-Jähriger kennengelernt, als er etwa 2 Jahre bei der Marine war, dann wurde er Dokumentarfilmer, dann hat er immerhin einen sehr populären Film, Get Carter, mit Michael Caine gemacht und einen Film, der heute sozusagen Kultstatus hat, Pulp. Und also er war durchaus ein renommierter Regisseur, hat in den 70er Jahren einige kleinere Filme gedreht. Oder man könnte auch sagen, der beste B-Movie-Regisseur, der zu bekommen war, der auch avantgardistisch interessiert war. Er sagt auch in dem Interview, metaphysische Filme hätten ihn immer interessiert, Fantasy überhaupt nicht. Also er hätte nicht an Flash Gordon gedacht, er hat vorher einen solchen Film nicht realisiert. 180-Grad-Wendung eigentlich schon. Ja, na, er hat die Gelegenheit ergriffen. Man hätte bei diesem Film an den berühmten Regisseur der Beatles-Filme, Richard Lester, denken können, der auch andere bemerkenswerte Filme, Juggernaut. Großen Humorzugang auch hatte zu Ikonen, ne? Aber Nicholas Roeg, es wurde Dino De Laurentiis hat Nicholas Roeg, wollte Nicholas Roeg verpflichten. Roeg hat den Film schon entwickelt, er hat am Drehbuch gearbeitet, hat Entwürfe gemacht, wahrscheinlich auch wie immer bei Roeg, der Kameramann zunächst war, hat er schon über die visuelle Umsetzung nachgedacht. Es gibt Skizzen und Entwürfe und auch das ist dokumentiert. Aber er konnte keinen Humor. Ich sag nur, guck mal, er hat hier gemacht The Man Who Fell from Earth, David Bowie, ne? Dann natürlich unvergessen, genau. Wenn die Gondel traut, ein Horrorfilm und natürlich Walkabout. Also ich hätte mich stark gewundert, klar, er war ein Sci-Fi-Typ und so weiter. Und es gab 1980 auch ein Pärmschild zurück, es hat Irvin Kershner gedreht unter Anleitung von Lucas. Man konnte also theoretisch irgendjemanden irgendwo hinsetzen.
Aber das hätte, ich glaube nicht, dass es so gut funktioniert hätte, weil die humoristische Auslegung war von vornherein ja in diesem Film ja angelegt, oder nicht? Ja, also ist im Drehbuch übrigens von Lorenzo geschrieben. Das Drehbuch ist auch satirisch, es ist jedenfalls humorvoll angelegt. Also der Film ist eigentlich ein Zwitter. Es ist durchaus Slapstick, es ist auch Komödie, es ist von großem Pathos. Und man heute, es gibt natürlich den Begriff Camp, der hier zu verwenden ist. Man kann auch sagen, mittlerweile Kultfilm. Es gibt sicherlich unter Leuten, die sich für Kino eigentlich gar nicht interessieren, solche, die ähnlich wie man Rocky Horror Picture Show sieht und immer wieder sieht, Flash Gordon schauen. Ja, wobei er wurde überrannt durch Star Wars, ne? Das im selben Jahr, der zweite Teil erschien im selben Jahr, aber also er war ein Flop international, aber nicht in jedem wichtigen Land. Also es wird in der Dokumentation auch erwähnt, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass Flash Gordon im UK, also in Großbritannien, erfolgreicher gewesen ist als Jäger des verlorenen Schatzes, als Indiana Jones. Muss man sich auch mal vorstellen. Also es gab tatsächlich irgendwo Stundenmarkt, aber das hat dann alleine nicht gereicht und es wurde auch keine Fortsetzung umgesetzt. Auch von einem Ende übrigens nicht ganz klar. Es gibt also diesen Cliffhanger, ob Diktator Ming überhaupt tot ist. Er hat das nicht geschafft, aber wo du über Camp und diese, wo du auf diese, das Drehbuch eingegangen ist, es gibt zwei Lieblingsstellen von mir in dem Film. An die eine muss ich denken, es gibt irgendwie so ein viral gegangenes Video von Nicolas Cage aus dem Remake von Wicker Man. Er ist dann so der Besucher dieser Wicker Man-Stadt und man kann sich ja denken, wie der Film ausgeht, wenn man das Original kennt. Und dann wird ihm am Ende so ein Käfig aufgesetzt auf dem Kopf, wo Bienen drin sind. Und dann ruft er so extrem Nicolas Cage mega acting-mäßig in die Kamera. Rogue. Nee, ich meine Nicolas Cage. Bei Cage? Ja, nein, also ich musste, genau. Also Nicolas Roeg war der Regisseur und ich musste an Nicolas Cage denken, an einer Szene, an den Schauspieler. Genau. Er hat den Wicker Man, da gibt es so viele Nicolas, er hat in dem Wicker Man Remake die Hauptrolle gemacht, da wird ihm dann in einer Szene ein Käfig aufgehört, wo Bienen drin sind. Und diese Szene ist viral geworden, weil er ganz theatralisch schreit, not the bees, nicht die Bienen, not the bees. Und es gibt eine Szene, in der Ornella Muti auch gefoltert werden soll und dann ruft sie, not the boarworms, das wurde auf Deutsch mit nicht die Bohrwürmer übersetzt, not the boarworms, und das klingt irgendwie hart, aber keiner weiß, was damit gemeint ist, weil man diese Bohrwürmer ja nicht sieht. Und das ist so eine Art Camp-Theatralik, die mir extrem gut gefallen hat. Die andere, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist, es werden Flash Gordon, der ja so ein bisschen naiv ist und über den auch offen gesagt wird in der Dokumentation, dass seine Figur eigentlich keinerlei Entwicklung erfährt, also er nimmt jedes Abenteuer an und meistert das irgendwie auch, er lacht auch viel und so und springt durch die Gegend, und es gibt eine Szene, in der am Ende auf diesem Raumgleiter, auf dieser Art Wellenboard, bloß halt nicht fürs Wasser, sondern für den Weltraum, auf den Palast von Ming zufliegt, und dann kommt ihm Prinz Vultan, also der Vogelchef, dann entgegengeflogen und sagt so, was machst du denn da, das ist doch irgendwie Selbstmord, was du da machst, du kannst gegen Ming nicht gewinnen. Und dann sagt Flash Gordon, das ist eine rationale Transaktion, ein Leben für Millionen. Das ist ein Satz, den kann er eigentlich nicht gesagt haben. Das ist nicht in seinem Geist drin. Der aber so ein Drehbuch geschrieben wurde. Ich wundere mich, warum dieser Satz nicht populär geworden ist. Ja, denn ähnliche Sätze kennt man natürlich von Superman, vom Silver Surfer, von Batman, überhaupt von Superhelden. Wobei hier die Frage verhandelt wird, auch in der Dokumentation und auch unter vielen Fans natürlich, die zu diesen Conventions gehen, wo natürlich auch immer dann die Videos verkauft werden, signierte Fotos und dergleichen, von denen Jones profitiert, auch andere, die Nebendarsteller aus dem Film. Es wird dann die Frage verhandelt, ob es sich hier überhaupt um einen Superhelden handelt, also um einen Superhelden im Sinne von Superman oder Spider-Man oder dergleichen. Spider-Man ist ja, also verhält sich ja auch etwas kompliziert, oder sagen wir Hulk. Und Flash Gordon ist eigentlich ein reiner Thor, ist die Figur des reinen Thor. Ne? Also er ist naiv, er ist ein All-American Boy, er weiß nicht, wie ihm geschieht, und er bekommt jetzt diese verantwortungsvolle Aufgabe, und er wird auch vor Herausforderungen gestellt. Er hat Abenteuer zu bestehen. Übrigens heißt der feindliche Planet, glaube ich,
Mongo. Ne? Mongo. Und von dort geht die Gefahr aus und jetzt wird also sozusagen eine ritterliche Reise unternommen von dem Ritter Flash Gordon und seiner Gefährtin und auch Geliebten, kann man sagen, oder? Ja, seine zukünftigen Geliebten. Ist schon eine romantische Verbindung. Ornella Muti macht sich ja auch an ihn ran, aber sie als Tochter des Ming verliebt sich dann ja zum Glück, oder nicht verliebt sie nicht, sondern bleibt ihrem eigentlichen Gatten, Timothy Dalton, dem Robin Hood, treu. Übrigens gehört zu den Herausforderungen oder den zu bestehenden Abenteuern, und auch das ist natürlich eigentlich eine höfische Rittergeschichte, gehört, dass böse Frauen sich an ihn heranmachen, wie ich vorhin in einem Text gelesen habe, in einem lexikalischen, wahrscheinlich bei Wikipedia. Und aber das ist nicht falsch. Es sind sozusagen hexenartige oder für ihn gefährliche Frauen, die ihn verführen wollen und ihn attraktiv finden, aber von der Mission auch abhalten wollen. Ja. Ornella Muti haben wir vorher gar nicht erwähnt, das ist ja auch, das war noch vor den Celentano-Filmen, glaube ich. Oder um die Celentano, ja genau, so um die Zeit rum. Sie kommt vielleicht von Dino De Laurentiis, der sie mit guter Werten von auch scherzhaft gesagt, was wohl wäre, also Dino De Laurentiis hat ja auch David Lynch zu Dune geholt, einem weiteren Cyberfilm, in dem Dino sich in großem Maße auch mit eingemischt hat, was so wäre, wenn er Flash Gordon an Lynch, wenn er Flash Gordon Lynch angeboten hätte. Es wäre auch ein Kuriosum gewesen, hätte Lynch wahrscheinlich natürlich nicht gemacht, ne, weil er hat einen Elefantenmensch gemacht, eine etwas zu eine der Nummer, Zeit, die, ja, 1980, die mehr zu ihm gepasst hat. Es gibt eine Sache, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, dieser Film soll auch zum Nachdenken bringen, von der ich noch nicht genau weiß, wie ich sie einschätzen soll. Also es gibt ja unter anderem auch diesen Erdprofessor Zarkov, gespielt von Topol, der als große Gefahr angesehen wird für den Diktator Ming, weil er will ihn ja unbedingt besiegen, weil Leute wie die Professoren, die Wissenschaftler der Erde erkennen können, was Ming mit dem Planeten macht. Ming will ja mit der Erde spielen, ne? Er sagt irgendwie, bekannt geworden durch den Flash-Song auch, ne? Later, I want to play with things a while before annihilation, also bevor sie zerstört, will er ein bisschen mit Dingen spielen, und lässt er ja verschiedene Sturmmuster per Tastendruck auf die Erde los. Hagel, glaube ich, oder heißer Hagel. Tornado hat er zur Auswahl und so. Zarkov erkennt das alles und will, was auch ein bisschen Camp ist, er hat sein Ufer in seinem Gewächshaus stehen, er will dass dieses Problem dann lösen, er will die Menschheit retten. Und Ming erkennt den Menschen, den Wissenschaftler, als den Bösen an. Und es geht so ein bisschen um den Kampf zwischen Menschlichkeit gegen Wahnsinn, auch in diesem Film. Und ich frage mich zum einen, welche genau exakte Message dahinter steht, irgendwie, dass Ming sich ausgerechnet irgendwie den Wissenschaftler als Erzfeind herauspickt. Und es gibt diese fast schon bestürzende Szene, die eigentlich gar nicht in den Chem-Kontext passt, in der er Zarkov gefangen nimmt und damit so eine Art Goldfinger-Laser dann irgendwie versucht, aus seinem sein gesamtes Menschheitsgedächtnis oder das gesamte Gedächtnis der Menschheit fast schon zu zerstören, weil man in Rückblenden in Zarkovs Erinnerungen sieht, dass er doch relativ viel mitgemacht hat. Also das kommt mir vor, als hätte er den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, als sei er vielleicht auch ein, als sei seine Familie auch ein Opfer des Holocaust gewesen, so sieht das aus. Und all das versucht Ming irgendwie zu zerstören, damit er, wenn er schon den Planeten Erde nicht zerstört, doch zumindest irgendwie das Menschheitserbe, die Erinnerung halt vernichtet. Das war eigentlich eine Szene, mit der ich nie gerechnet hätte, dass solche Punkte dort angesprochen werden. Ja, das ist sehr anspruchsvoll. Dr. Hans Zarkov, übrigens mein Lieblingsname unter vielen fantastischen Namen in diesem Film. Dr. Hans Zarkov ist erkennbar Deutscher und natürlich der Erzfeind des Schurken, des galaktischen Schurken, muss ein Wissenschaftler sein, denn nicht nur wird dann das Wissen vernichtet, sondern auch die Erinnerung, jede Spur von Erinnerung, die Welt an sich. Aber übrigens eine Parallele wahrscheinlich zu Galacticus, der ja gegen dessen Herold ja der Silver Surfer ist. Und der Galacticus ist ein Erzschurke, der Universen verschlingt und in den Silver Surfer Geschichten. Und das ist die Zerrissenheit und die Ambivalenz des Silver Surfers, dass er einerseits dem Galacticus dient, andererseits die Erde retten will. Und so ist er dazu verurteilt, zwischen den Welten hin und her zu surfen, ungeliebt in beiden Welten, ne? Von den Menschen sogar gefürchtet. Thank you.
Es ist ja auch hier eine Tragik, und du hast das geschildert, dass hier sozusagen auch ein metaphysisches Motiv, das Mike Hodges interessiert hat, also man erklärt es nicht tiefer, aber der Begriff des Metaphysischen, der gefällt ihm sehr gut. Der wird von der Journalistin, die ihn befragt, eingebracht, und er nimmt ihn später nochmal wieder aus, weil er das Metaphysische interessiert, die Fantasy war es nicht. Wobei die Fantasie, die reine Fantasie, die auch des Dekorateurs Donati hier überwältigend ist. Und das ist also eine Ästhetik, die man übrigens, wir haben kürzlich ein Fernsehspecial von Olivia Newton-John gesehen dem jüngsten Gibb-Bruder, ja, Andy Gibb, und mit ABBA. Das war 1978, und da sind in der Bizarrerie so stalaktitenartige Formationen, Pappmaché, Bügel, so Palmen und alles in Weiß. Also unglaubliches Set-Design. Ja, und in Xanadu gibt es das auch, so stalaktitenförmige Konfigurationen. Und also das war offenbar so die Ästhetik noch bis zu Beginn der 80er Jahre, und dann schlug es um, wahrscheinlich auch durch Spielberg, möglicherweise auch durch George Lucas. Hier wird übrigens gesagt, Lucas wollte eigentlich Flash Gordon verfilmen und hat dann ja einige Jahre an Star Wars gearbeitet, hat dann selbst geschrieben. Er hat die Rechte auch von Flash Gordon nicht bekommen. Ja, genau, deshalb konnte er es nicht, musste selbst schreiben, hat ja ungefähr 3 Jahre sogar Vorbereitung getroffen zu Star Wars, wusste nicht, woher er das Zeug nehmen soll. Hat dann ja alles geplündert, was es an Mythen, an Sagen, an Fabeln, die Bibel und so weiter gab, aber natürlich auch Comicstrips, Science Fiction, und inspiriert auch von Flash Gordon. Hier werden manche Szenen sogar verblüffend gegenübergestellt, und zwar des früheren Serials mit Buster Krabby dem ersten Star Wars Film. Ja, mir gefällt ja vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, in der beide Filme erzählt werden, sowohl Star Wars als auch Flash Gordon. Beide gehen keine 2 Stunden, oder ich glaube Star Wars 122 Minuten oder so, Flash Gordon 114 oder sowas, aber auch das ein schönes Merkmal der Filme dieser Zeit, dass man die Zuschauer nicht überfrachten wollte mit Expositionen, mit Prologen, mit Epilogen, mit zu langen Motivationserklärungen. Das ist ja am Flash Gordon auch so bemerkenswert, dass jemand ist. Klar, liegt auch ein bisschen in dem Charakter selbst begründet, aber auch an dem Erzähltempo, dass er seine Mission sofort annimmt und weiß, was zu tun ist. Auch, dass er sich mit Timothy Dalton dann nach einer kurzen Schlägerei da irgendwie auf dieser Stahlplatte, wo die Nägel rauskommen, relativ schnell dem verträgt, nachdem er einmal das Leben gerettet hat. Das war schon irgendwie, also ich mochte einfach auch, ich fand es sehr erfrischend, dass man erinnert wurde an eine Ära, in der die einzelnen Setpieces relativ fix nacheinander abgehandelt wurden. Ja. Das hat mir einfach total gut gefallen. Ja, es hat eine hohe Geschwindigkeit. Der Film dauert 107 Minuten. Man vermisst nichts und man erinnert sich an die Zeit, da man es gewohnt war, dass Filme 1,5 Stunden dauern, allenfalls knapp 2 Stunden. Und da alles handgemacht war. Es wird hier auch geschildert und gezeigt, wie diese Kostüme genäht sind, mit Tausenden von Perlen. An einer Stelle heißt es, kleine italienische Frauen haben die Perlen aufgenäht an das Kleid. Also in der Hochzeitsszene trägt Melody ein Kleid, das offenbar Tausende Perlen oder so einen Besatz hat. Das und ist so eine Eigenart, sagt auch, wie schwer das Kleid war und vor allem die Kopfbedeckung, die dann auch immer herunterrutscht. Da schreibt man immer dieser Kultur auch leicht zu. Das ist immer, es wird immer gesagt, es waren damals vor allem Frauen, die in Hinterzimmern sitzen und dann diese Arbeit machen. Ich musste da irgendwie gerade, wie du es erzählt hast, an den Ridley Scott Film All the Money in the World denken, wo es auch um Lösegeld geht. Und da wurde auch zum ersten Mal gezeigt, dass viel Lösegeld, das mittels vieler Scheine bezahlt wird, auch sehr aufwendig gezählt werden muss. Und das Zählen von tausenden Scheinen, um den Millionenbetrag nachzuprüfen, wird in Hinterzimmer von schnell arbeitenden italienischen Frauen gemacht. Mhm. Ja, und wenn Scheine auch noch markiert werden müssen, das sieht man auch in manchen Filmen, also entweder mit so einer Art Wasserzeichen oder sogar sichtbar markiert, aber mit ganz kleinen Markierungen,
Das dauert sehr, sehr lange. Und gescheiten Filmen wird das dann thematisiert, wie schwierig das ist, wenn man in kleinen Scheinen vielleicht $1 Million hat oder $100,000, dass die Zeit wegläuft. Und wenn man sich verzählt nachher, dann fliegt irgendwann der Kopf ab dafür, ne? Ja. weil man bestellt ist, der hätte sich verrechnet. Wir haben übrigens über eine Sache noch gar nicht gesprochen, die ich auch sehr wichtig finde, nämlich den Soundtrack. Die Songs, als auch viele der Instrumentalstücke, stammen von Queen. Queen, wenn sie natürlich gesagt haben, also ich weiß jetzt nicht, ob einer der vier großer Sci-Fi-Fan gewesen ist. Man wusste, dass Freddie Mercury, auch wenn er in dem Song, Bicycle Race oder Fat Bottom Girls, da singt in einem der beiden Lieder, oder war das Don't Stop Me Now? In einem dieser drei Songs singt er I Don't Like Star Wars. Das war kokettiert, das stimmt nicht. Er war Star Wars-Fan, er liebte Darth Vader. Und die Band wird sie natürlich gesagt haben, dass sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen, nämlich zum einen neue Platte, die anknüpfen würde an ihrem bisher größten Hit, nämlich The Game, das mit Another One Bites the Dust und Crazy Little Thing Called Love zwei Nummer 1 Hits in Amerika hatte, dass sie daran anschließen wollten mit einem sofort danach geschobenen Album, als auch einfach auf der Sci-Fi-Welle reiten wollten, die Star Wars ausgelöst hat. Sie haben zwei gesungene Songs komponiert für den Score, nämlich Flash Theme, auch bekannt worden einfach nur als Flash, und The Hero, in dem Freddie Mercury singt. Und es gibt eine Stelle in der Doku, zu der man auf jeden Fall, wenn man sie nicht ganz gucken will, was man tun sollte, hinspulen müsste. Es gibt nämlich eine Stelle, in der Brian May an seinem Klavier sitzt und über den Soundtrack spricht. Er selber ist ja der Komponist der Titelmelodie gewesen. Und ich bin mir eigentlich fast, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich bin mir doch relativ sicher, dass man ihn noch nie gesehen hat, wie er am Piano diesen Song spielt. Also das lohnt sich wirklich. Also man denkt, es ist ein Gitarrenlied und so weiter, aber er spielt das am Klavier und es funktioniert als Honky-Tonk-Stück in so einem Saloon oder so, wird das wunderbar funktionieren. Und er spricht auch eine interessante Anekdote an. Es gibt so eine Stelle im Lied, die hat jeder gehört, auch wenn man nicht gleich dran denkt. Da haut er so auf die schwarzen, tiefen Tasten. So gleich, um so einen Schockeffekt zu machen. Und er spricht darüber, was auch lustig ist, dass man das im Video gar nicht sieht, obwohl das für diese paar Sekunden der prägendste Part ist. Die Kamera schneidet da stattdessen auf Roger Taylor am Schlagzeug, der dann irgendwie einmal über seine Snare haut. Und das ist irgendwie interessant, wie May darüber spricht, wie dieses Video gedreht wurde, wie der Fokus vielleicht falsch gerichtet wurde. Und man sieht ihn selber noch mal am Klavier sitzen, jetzt 40 Jahre später, wie er auf die schwarzen Tasten haut. Mhm. Taylor hat den Film verkannt in einer großen Queen-Dokumentation, die kürzlich Fernsehen zu sehen war. Sagt er kurz oben, kurz und knapp. Na, der Film ist nicht gut. Ne? Also Film ganz, ganz schwach. Haben am falschen Film mitgewirkt. Ich glaube, die Platte gefällt ihm auch nicht oder der Soundtrack. Aber den lässt er noch eher gelten. Den Film wollte er gar nicht sehen. Und er glaubt, dass der Film marginal sei, dass man über ihn nicht mehr sprechen müsse. Das muss man aber, das will man. Und das Material, das jetzt in dieser wahrhaftigen Schmuckbox enthalten ist, ist fabelhaft und mindestens so faszinierend wie der Film selbst. Ja, absolut. Wie hat dir denn eigentlich, bevor wir zum Abschluss kommen, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Über die eine müssen wir gar nicht sprechen, die fand ich einfach nur faszinierend. Es gibt bis zur Hälfte des Films kein einziges Duell mit Laserwaffen. Das ist so eine kleine Notiz, die mir, also man denkt ja, sein Speedschwimm wird sofort geschossen, aber der erste Laserstrahl wird ja erst nach der Hälfte des Films abgeschossen. Und ich weiß nicht, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast, aber als du ihn gesehen hast, warst du wahrscheinlich auch sehr jung, hat dich diese Baumstumpf-Szene, als sie da reingreifen, nicht auch irgendwie traumatisiert? Das löst doch irgendwie was ganz Unangenehmes aus. Ja, traumatisiert hat es mich nicht. Ich glaube, ich war immerhin, ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen, aber ich habe sehr wohl wahrgenommen als 10-jähriger Knabe, dass dieser Film mich interessiert. Gesehen habe ich ihn wahrscheinlich 4 Jahre später, dann im Fernsehen. Also war es immerhin schon so alt, dass es mich nicht vollkommen überwältigt hat. Aber das sind natürlich Szenen. Und damals gab es natürlich nicht ein
Überfluss von Gewalt. Also es gab nicht die Inflation von Brutalität und Grauen. Man hatte noch nicht alles gesehen. Es gab nicht so Folterszenen und die so solche Schrecken. Und dann in einem solchen Film, der auch in bunten Farben ausmalt und der von großer, auch freundlicher Naivität ist, oder man könnte auch sagen, es ist auch etwas Theatralisches, theatralisch gefilmt. Man kann es sich auch vorstellen, so fast wie ein Weihnachtsmärchen, der gestiefelte Kater oder so. Mhm. Also es ist ein Fantasiereich, in dem die Grausamkeit eigentlich nicht ausgestellt wird. Natürlich gibt es diese Spieße, diese Stacheln, ne? Also ein Bett aus Stacheln, wie sagt man, Speeren, ne? Also das ist von einiger Brutalität, aber es ist ja klassisch wie im Grimmschen Märchen, dann fällt schließlich der Bösewicht, ne, in das Spießbett. Ja, dem dann auch die Augen ausploppen. Augen. Eine sehr harte, unangenehme Szene, aber diese Idee mit den ausfahrenden Stacheln wurde danach noch zweimal kopiert, einmal in dem Fantasy-Film Krull oder Krull, wie er im Amerikanischen heißen würde. Liam Neeson geht da unter anderem bei drauf in einer seiner ersten Rollen. Als nicht auch und auch bei Indiana Jones im Tempel des Todes. Also er hat für einige Inspiration gesorgt. Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf zu hören, wie euch der Film gefallen hat. Schreibt der freiwillige Filmkontrolle, dann greifen wir es vielleicht auch mal auf. Und bestimmt. Und ein Dank an Citizen Kane, der sich kürzlich eingelassen hat. Absolut. Für die 80er Jahre. Und Citizen, einer der nächsten Folgen gehen wir auf das Jahr 1984 ein und sicher auch auf eine deiner Ideen. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.